Maxi für Eingeschenkt TV aus Marrakesch in Marokko, wo gerade ja, eine Konferenz stattfindet zum Thema Global Compact for Migration. Hallo Rainer, erster Tag in Marrakesch. Wie waren denn deine Eindrücke hier von dieser Veranstaltung? Ja, also generell, wenn man hier ankommt in Marokko, es ist ein total toller Eindruck. Die verschneiten Berge im Hintergrund, die warme, grüne Stadt, wo es noch blüht. Man kommt hier raus zu diesem UNO-Konferenzgelände und sieht gleich, hier geht's recht mondän zu. Alles in total schönem Stil. Man hat so das Gefühl, man bewegt sich hier in so einer wirklich luxuriösen UNO-Filterblase, die weit weg ist von den Realitäten der Armutsmigration, der letztendlich auch Kriegsflucht, um die es ja gehen sollte in diesem Global Compact for Migration. Es ist ja von Mixed Flows die Rede, also auch Flüchtlinge fallen ja ein Stück weit mit drunter. Das ist ja auch ein Teil des Kritikpunktes, dass da die Grenzen verwischt werden, dass bisher geltendes Völkerrecht eben, was ganz klar den Schutzstatus eben von politisch oder auf anderer Grundlage verfolgten eben definiert hat, dass das jetzt verwischt wird. Ja, ich finde, es war auf jeden Fall mal sehr eindrücklich, das Ambiente so mitzukriegen und damit auch so ein bisschen die Soziologie zu verstehen dieser internationalen UNO-Konferenzen, wo einfach eine Elite sich bewegt, die wenig Ahnung hat, was eben tatsächlich die Probleme vor Ort sind. So ist das Gefühl. Natürlich sind Stakeholder hier vor Ort, so werden sie genannt, also sprich NGOs, die sich mit Flucht und Migration beschäftigen. Da sind schon auch Menschen dabei, die natürlich an der Basis auch arbeiten. Aber ja, letztendlich meine Frage, die ich dann stellen konnte in der großen Pressekonferenz, wo also weltweit die Medien anwesend waren, habe ich es geschafft, aufgerufen zu werden und konnte dem Brain hinter diesem Global Compact for Migration, Louis Arbour, die Frage stellen, warum spielt in diesem Dokument Global Compact for Migration Fluchtursachen wie Proxy Wars, also Stellvertreterkriege der wichtigen Mächte in der Welt, aber auch Regime Changes wie in Libyen. Warum spielen diese wichtigen Ursachen keine Rolle im Global Compact for Migration? Und wie könnte eben diesen Fluchtursachen auch besser begegnet werden? Und da war es dann sehr bezeichnend, dass sie eben nicht direkt auf meine Frage eingegangen ist, sondern dass sie gesagt hat, ja, die Fluchtursachen werden ja behandelt, zum Beispiel der Klimawandel. This in fact encompasses all the UN development agenda, all the UN conflict prevention agenda, all the UN efforts related to the adverse effects of climate change, particularly slow onset of climate change, desertification that will have an impact on human mobility. It is there, it is part. In fact, it's one of the issues that generated the kind of enthusiasm that we've seen and that we'll see here in the next 2 days. Und das zeigt wiederum, wie unscharf die Definition überhaupt von Fluchtursachen ist. Und es handelt sich ja jetzt hier nicht um irgendeine Politikerin, die den Global Compact for Migration höchstens auf einem ganz allgemeinen politischen Niveau vertreten kann. Louis Arbour ist wirklich die Frau, die den gesamten Aushandlungsprozess auf fachlicher Ebene begleitet hat. Sie ist letztendlich auch die Konferenzpräsidentin hier. Und das zeigt einfach, was der Global Compact for Migration für ein seichtes, unausgegorenes Stückwerk ist, wenn es darum geht, wirklich die Fluchtursachen zu bekämpfen, die ja wirklich eigentlich fast deckungsgleich sind auch mit Migrationsursachen. Das ist ja kaum zu trennen. Und das ist natürlich besorgniserregend, denn wo sehr viel mehr Präzision im Pakt drin ist, ist natürlich bei all den Verpflichtungen, die die Zielländer haben, die die Migranten oder Flüchtlinge aufnehmen sollen, die nicht mehr unterscheiden sollen zwischen illegalem und legalem Status, die allen gleichberechtigten Zugang geben sollen, auch zu den sozialen Sicherungssystemen, zu Bildungssystemen,
zu Jobmarkt auch. Es sollen ganz klare Regelungen geschaffen werden für die leichtere und günstigere Rücküberweisung von in den Zielländern verdienten Geldern zurück in die Heimat, in die Herkunftsländer. Also da ist letztendlich der Global Compact for Migration extrem präzise und genau und auch überprüfbar. Aber bei der Vermeidung der Fluchtursachen, da ist ganz klar zu erwarten, dass die Staaten, die letztendlich das Recht des Stärkeren einsetzen können, die sich das leisten können, werden das auch in Zukunft tun und es werden keine wirksamen Mechanismen geschaffen, um das zu verhindern. Und das öffnet natürlich dann auch der Migrationswaffe gegen Europa Tür und Tor, sofern sie denn eingesetzt werden sollte, könnten jederzeit wieder irgendwo unter einem Pretext, unter einer falschen Vorgabe, könnte eine Invasion vorbereitet werden, ein Regime Change vorbereitet werden, große Fluchtströme in Gang gesetzt werden und wir könnten es nicht verhindern. Wir wären dem schutzlos ausgeliefert. Ja, also wie Rainer schon in unserem kleinen Gespräch gesagt hat, Marokko ist eine sehr interessante Stadt. Wir sind jetzt hier in den späten Abendstunden noch auf den Märkten, kleinen Gassen hier unterwegs. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was uns dann beim tatsächlich ersten Tag der Konferenz erwartet. Angela Merkel ist ja auch vor Ort und wird diesen globalen Pakt dann auch für Deutschland annehmen. Mein Name ist Stefan Rother, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Freiburg und am Arnold-Bergstresser-Institut in Freiburg. Was machen Sie hier? Ich bin Beobachter des ganzen Events und bin schon seit einer Woche hier, weil es gibt ja nicht nur diese Konferenz, sondern letzte Woche waren mehr als ein Dutzend Konferenzen bereits zu Migration und Entwicklung und Gewerkschaften und relativ konkreten Themen. Und wie war da die, Stimmung? So? Ja, die Stimmung war natürlich, man war schon ein bisschen verstört dadurch, dass einige Staaten jetzt nicht dabei sind. Man weiß aber immer noch, dass die große Mehrheit der Staaten dabei ist. Und die Einstimmung war eigentlich, lass uns an die Arbeit gehen, lass uns was Gutes draus machen, lass uns gute Politik machen. Und ein Zitat, was ich ganz gut fand von Luisa Boa, das ist ja die Repräsentantin für Migration in der UN, die hat gesagt, die sagen, es kann nicht gemacht werden, sollen nicht denen im Weg stehen, die es umsetzen können. Also ein bisschen Ärmel hochkrempeln und jetzt gute Politik machen, ist der Ansatz, was natürlich immer die müden der Ebene sind. Können Sie da ein paar Ansätze vielleicht den Zuschauern kurz darlegen? Welche Ansätze werden da verfolgt? Genau, also wichtig ist eben, dass man auf der nationalen Ebene arbeitet, dass man gute Arbeitsstandards macht. Wenn man auf Deutschland sieht, auch in Deutschland werden Migranten, die einen undokumentierten Status haben, oft ausgebeutet, dass man da vorgeht, dass man Qualifikationen anerkennt von Migranten. Also einfach, dass man Arbeitsmigration besser regelt und bessere Abkommen bekommt zwischen den Staaten und natürlich dabei auch die Rechte beachtet. Mir ist ein Passus im Migrationspakt aufgefallen, den ich sehr kritisch sehe. Und zwar ging es darum, dass Medien, die eben kritisch über bestimmte Themen berichten, dann da die Finanzierung entzogen wird. Das ist halt was meiner Meinung nach eben nicht mit der Pressefreiheit in Deutschland einhergeht. Also haben Sie da auch Ansätze gehört, wie man das dann letztendlich umsetzen will über Recht? Ja. Das war ein großes Thema in letzter Woche. Ich habe mit vielen Leuten darüber geredet, weil ich selber auch nicht glücklich mit diesem Passus bin. Und der Konsens war eher, das wäre sloppy, also schlampig formuliert. Ich denke, die Botschaft, die dahinter steht, kann ich teilen. Aber wenn man die Realität ansehen, ist ja, dass es überwiegend verzerrend und negativ über Migration berichtet wird. Ja? Eine ausgewogene Berichterstattung ist gut, aber natürlich jedwede Zwangsmaßnahmen ergeben keinen Sinn. Man muss natürlich fragen, Funding von Medien ist ohnehin nicht Aufgabe von Staaten, mal davon abgesehen, dass es natürlich staatliche Fernsehgesellschaften sind. Also da sind viele nicht glücklich darüber, aber die Grundbotschaft, dass man sagt, wir brauchen evidenzbasierte Sachen. Ja, man kann es gut oder schlecht finden, man kann den Migrationspakt ablehnen, was viele machen in Deutschland, ihr gutes Recht. Ich habe noch ganz wenige Argumente gefunden, die auf Fakten basieren, die den Pakt wirklich genau gelesen haben und sagen können, das sind die Gründe, warum wir dagegen sind. Und so kann man nicht diskutieren, finde ich, wenn man das Ganze verzerrt und sagt, hier sind Umsiedlungsprogramme, hier geht es um Flüchtlinge. Es geht nicht um Flüchtlinge in dem Pakt, es geht um Arbeitsmigration. Und ich glaube selbst, Vertreter der AfD würden einige Teile hier gut finden von den Auswirkungen, aber aus taktischen Gründen sind sie dagegen. Die Filterblase geht teilweise so weit, dass ich eben versucht habe, in eine nationale Pressekonferenz reinzukommen und als akkreditierter deutscher Medienvertreter wurde ich auch auf diese nicht reingelassen. Also das war wäre natürlich schön gewesen, weil da sind natürlich deutlich weniger Leute. Ich weiß noch nicht, wer dort direkt anwesend war, aber es ist natürlich sehr schade, dass ich da nicht rein konnte. Ansonsten, die meisten Journalisten sitzen die ganze Zeit in diesem Medienraum hier hinter mir und gucken den Livestream der Plenardebatte und
arbeiten an ihren Beiträgen. Also was mir auffällt, wenn ich mir hier so ein paar Debatten und Reden anhöre, ist, dass die Meinungen über den Migrationspakt eigentlich nicht verschieden sind. Also es ist eine sehr, sehr einfältige Veranstaltung, was die Meinungsvielfalt angeht, weil es ist ja so, dass alle Staaten, die irgendwie keine Lust auf den Pakt haben, gar nicht hier sind, sondern die sind ja gleich weggeblieben. Nehmen wir USA und Ungarn und andere Staaten, die den Pakt nicht annehmen werden. Es wird ja hier auch nicht mehr debattiert, was man vielleicht noch ändern könnte oder was man besser machen kann, sondern es geht ja hier nur noch um die Umsetzung dieses Paktes. Also die kritische Auseinandersetzung damit ist eigentlich schon vorbei und das wird auch der Grund sein, warum diese Staaten hier nicht teilnehmen. So, liebe Freunde, das war's von mir aus Marrakesch. Ein kleiner Bericht, der euch hoffentlich ein bisschen einen Einblick verschaffen konnte in diese Konferenz. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war ein bisschen interessant. Ich bin ein bisschen heiser, tut mir leid. Zusammenfassend kann man sagen, der Pakt wurde jetzt also angenommen, auch von Deutschland. Die Bundeskanzlerin war dort und hat den Pakt angenommen, auch mit einer Rede, die man auf YouTube sehen kann. Das ist aber nicht wirklich problematisch, ist ja auch alles nicht rechtlich bindend, wie wir wissen. Und wir haben uns jetzt entschieden, etwas eher, wie gesagt, zu fahren, weil wir diese Veranstaltung nicht mehr wirklich viel abgewinnen konnten und werden stattdessen noch nach Ceuta fahren. Ja, das heißt, wir fahren jetzt an die Küste, an diese spanische Exklave, wo der Grenzzaun auch zu sehen sein wird. Das verspricht sehr spannend zu werden. Ich hoffe, ihr unterstützt uns mit einer kleinen Spende. Das hilft uns sehr, solche Reisen auch zu finanzieren und solche Berichte. Und ja, seid gespannt, bleibt auf jeden Fall dabei. Ich denke, dass wir in Ceuta einige spannende Bilder bekommen werden. Vielen Dank fürs Zuschauen.